Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollte ich euch nochmal kurz was zeigen. Und zwar gehe ich mal davon aus, ihr kennt alle den D-Manager von Stevatos. Ja, ist halt sehr, sehr nice. Hier kann man sich halt Datapacks in eine Welt installieren und das installiert dann automatisch ein benötigtes Texture Pack hinterher und Dependency Datapacks zum Beispiel, wenn die benötigt werden. Und das ist sehr, sehr nice. Und schaut mal. Ich habe da auch mein Datapack eingereicht und das wurde angenommen. Ist doch sehr, sehr cool, finde ich. Das heißt, ihr könnt euch unter diesem Link hier, der auch nochmal in der Beschreibung stehen wird, den Datapack Manager von Stevatos runterladen und dort dann halt diese Datapacks hier installieren, was ich schon relativ cool finde in eure Welten. Oder auch euer eigenes Datapack eben einreichen. Das habe ich eben gemacht und dadurch könnt ihr jetzt hier zum Beispiel auch mein Datapack installieren. Ist auf jeden Fall cool. Das Video wird auf jeden Fall auch kein großes, denn ich habe ab morgen wieder Schule, ab morgen sind meine Ferien vorbei. Aber ich wollte mal überhaupt mal wieder ein Video raushauen, weil es ja zum Glück kein bisschen lange her ist, seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe. Sind ja nur knapp 1,5 Monate. Da kann man das schon mal machen, würde ich sagen. So, das war es aber mit diesem kleinen Vorwort, würde ich es mal nennen. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem richtigen Video. Und zwar habe ich letztens dieses Video hier von Linus gesehen, wo er auf jeden Fall gezeigt hat, wie man für den Spieler Schneeeffekte machen kann, die auch jeder mit seinem eigenen Trigger-Command aktivieren und deaktivieren kann für sich selber. Ist auf jeden Fall cool. Hat mir aber noch nicht so ganz gefallen. Deswegen wollte ich das einfach selber nochmal neu machen. Und zwar war mir das einfach ein bisschen zu benutzerunfreundlich. Also da hat man keine Chatmeldung bekommen und kein gar nichts. Und außerdem musste man noch mit Trigger, ich glaube Snow oder so, Set 1 oder 0 dasselbe einstellen. Ich will das so machen, dass man einfach Trigger Snow eingeben muss und nichts weiter und dann steht im Chat, wurde aktiviert oder wurde deaktiviert. Ja, und das will ich jetzt live umsetzen. Also zuerst brauchen wir ein Scoreboard, das zum Beispiel Snow eben genannt wird und vom Typ Trigger ist. Das soll dann jedes Mal geaddet werden und außerdem soll uns noch eine nette Chat-Nachricht ausgegeben werden, wenn das Datapack aktiviert wird. Und das heißt, wir machen jetzt einfach mal Text Snow Datapack successfully loaded. Und in der Color, ja, nehmen wir einfach mal hellgrau und das wird dann schon passen. So mehr brauchen wir hier nicht. Der Tick muss uns erstmal dieser Trigger aktiviert werden. Das heißt, wir machen Scoreboard Players enable @a Tag gleich Ausrufezeichen Snow activated, mache ich mal Snow und dann Tag @a Tag gleich Ausrufezeichen und adden wir eben diesen Tag so execute s@a den Score von Snow auf mindestens 1 haben. @s run Snow, genau, Snow Doppelpunkt Trigger, also Function natürlich. Huch, das ist jetzt ein bisschen falsch hier. So, und dann machen wir mal execute s@a Tag gleich Snow Particle @s run und hier nehmen wir jetzt einfach mal einen Particle Effekt. Ich weiß echt gesagt gar nicht, ob Linus hier in seinem Video den Command dafür in seine Beschreibung getan hatte. Ne, er hat, ich sehe, er hat dann noch eine komplett alte Beschreibung. Dann wohl nicht. Dann muss ich den mal eben selbst herausfinden. Ah, ich sehe schon, er steht hier ja. Dann würde ich sagen, den können wir auch einfach so übernehmen. Dann schreibe ich den eben mal ab. Also Particle Cloud auf den Koordinaten 51, 15, 51. Oh, das ist ein relativ großes Feld. Ich glaube, das ist ein bisschen unperformant. Muss ich dann noch gucken, wie ich das mache. 0,15 und 100, das passt dann auf jeden Fall für diese große Fläche. Und dann Force @s müsste da noch hin. So, jetzt müssen wir nur noch die Trigger MC Function machen. Execute
Es mir fällt gerade auf, wir müssen noch mal hier einstellen, dass das Teil erkennt, ob wir das schon aktiviert haben. Das heißt, wir machen noch vorher Tag Add A. Oh Gott. Kopiere das hier einfach mal ganz kurz. Und den Tag No Part haben. Add No Active. Und auf diesen Tag können wir jetzt hier zurückgreifen. Das heißt, wir machen zuerst, wenn wir nicht den Tag Snow Active haben, beziehungsweise wir machen das nicht S, sondern If Entity. Das verbraucht ein bisschen mehr Performance. Run. Zuerst sagen wir mal Terror at S und dann Text zum Beispiel von nun an hast du schöne Schneepartikel oder sowas oder Schneeeffekte machen wir mal und in der Color nehmen wir auch wie gerade eben schon Light Gray und außerdem das können wir hier auch gleich nehmen. Ja, setzen wir, geben wir uns den Tag Snowpart, genau. So. Und wenn wir aber den Tag haben, dann, das muss ich hier allerdings oben drüber schreiben, dann können wir hier auch den Terror mal kopieren. Das ist, was wir machen das hier nur ein bisschen kürzer. Schneeeffekte. Das Wort ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt, zu schreiben. Schneeeffekte aktiviert. Und hier schreiben wir dann einfach Schneeeffekte deaktiviert. Und außerdem Tag it as Remove Snow Part. Und ganz am Ende Tag it as Tag gleich Snow Active. Remove Snow Active. Und Tag it as remove und zwar wie habe ich das ganze Teil genannt? Es aktiv. Genau. So. Und das war schon das System. Ich würde sagen, wir springen kurz in Minecraft und probieren das aus. Aber Leute, vorher ist mir gerade eingefallen, müssen wir noch die JSON-Dateien festlegen. Also in der tick.json soll Snow Tick geladen werden und der Load soll Snow Load geladen werden. Ich glaube, so habe ich die Teile genannt. Genau. So, und das heißt, jetzt springen wir wirklich in-game. So, hier sind wir jetzt frisch in die Welt gejoint. Es wird wahrscheinlich so sein, dass meine Stimme jetzt ein bisschen mehr rauschen wird. Ich weiß auch nicht, was Fraps da anders macht als OBS, dass ich hier auf einmal so rausche. Aber ja, lässt sich es leider auch nicht weiter verhindern. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einmal slash reload ein und gucken mal, ob das Ganze funktioniert hat. Und da sehen wir Snow Data Pack successfully loaded. Schön, das heißt, wir müssen jetzt Trigger Snow eingeben können und jetzt kommen hier Schneepartikel und es sagt mir im Chat Schneepartikel aktiviert. Wir können auch noch die Game Rule Send Command Feedback auf False machen, damit dieses Triggered Snow da auch weggeht. So, und dann können wir das einfach nochmal eingeben und dann steht da Schneeeffekte deaktiviert. Sehr schön, das kann jetzt jeder Spieler machen. Und ja, ich würde sagen, davon gebe ich euch den kleinen Download in die Beschreibung einfach. Das werde ich jetzt allerdings nicht bei Datapack Manager einreichen, weil Ahnung, das ist ja jetzt echt was super Kleines. Das würde jeder eigentlich in 10 Minuten hinkriegen, maximal. Also jeder, der dort schon was eingereicht hat. Ja. Okay, das dazu. Dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Lasst gerne ein Like da und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt und euch so Command Stuff in Minecraft interessiert. Und ansonsten würde ich sagen,
sehen wir uns im nächsten Video. Das kommt übrigens schon in den nächsten Tagen. Bis dahin, ciao.